Advent, 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 die schöne Weihnachtszeit, die brennt. Ein Säulchen vor dem Äugchen. Nein, Spaß beiseite. Herzlich willkommen zu Far Cry 4. Hier wieder zurück bei Zockermania. Oh, Fail. Und ich check jetzt gerade mal die Lage, wo wir denn eigentlich sind, wo wir denn aufgehört haben, weil ich das gerade gar nicht mehr so weiß. Glaubst du, du hast das Zeug dazu, in der Arena zu kämpfen? Ja, da war ich schon. Ja, wir waren beim Booty-Damen nämlich. Ich bin hier in einer neuen Session. Und herzlich willkommen. Cool, dass ihr wieder mit eingeschalten habt. Sehr, sehr cool. Wir haben ein kleines Zielchen. Ich hoffe, wir haben ein Zielchen. Schauen wir mal, was da oben so leuchtet. Oder ob das die Arena war. Ah, hier ist ein Händler. Okay, gut, ein Händler. Ja, jetzt schauen wir mal nach unserem Zielchen. Hier haben wir Yogi und Reggie, die alten Drogenjunkies, die uns hier übel das Dope in die Schulter reingerammt haben. Hier haben wir Herc, das ist ein so durchgeknallter Typ, der Herc. Ich will ja eigentlich wieder was für Amita und Sabal machen. Aber ich glaube, dass wir hier am besten mal zu Yogi und Reggie gehen. Er heißt ja wirklich Yogi hier in Deutsch, also oder im Deutschen. Interessant eigentlich. Jo. Dahin bewegen wir uns. Das heißt, wir holen uns mal eine Karre auf jeden Fall. Karre. Hier ist ein See. Sieht sehr cool aus. Gefällt mir sehr gut. Hier könnte man sich auch eine schöne Hütte hinzaubern. Zaubern tun wir nichts. So. Hier gibt es doch sicherlich irgendwo eine kleine Karre. Da unten. Die sieht doch noch fesch aus. Ja, und wir haben hier eine neue Waffe. Boom, boom, boom. Geilo. Geilo, geilo, geilo. Darauf freue ich mich wirklich. Nicht auf den Radiosender, der jetzt hier wieder angeschmissen wird. Ah ne, wir waren eh richtig. Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Ich weiß gar nicht, ob mein Radio ausschalten kann. Das muss ich mal rausrecherchieren. Ja, wie gesagt, eine neue Aufnahmesession. Sehr cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich muss mich entschuldigen. Ich habe einen kleinen Fauxpas verursacht, beziehungsweise ich bekam ihn verursacht. Die vorletzte Folge. Die vorletzte muss es gewesen sein. Die war asynchron. Ein bisschen. Das tut mir echt leid. Das ist mir im Nachhinein jetzt erst so richtig aufgefallen. Ja, doof. Das tut mir sehr leid. Aber ich glaube, solange es nicht zu krass ist, ist es besser, sie ist asynchron. Und, perfekt. Die Chance nutzen wir. Hallo. Oh, die Waffe ist geil. Ja, wie gesagt, lieber ein bisschen asynchron, als dass ich es nachvertone. Das liegt nicht an der Arbeit, es liegt einfach auch an der Emotion. Wenn man Dinge nachvertont, finde ich zumindest, ist es sehr viel schwieriger, da die Emotion rüberzubringen. Für mich ist es eigentlich keine Option, einfach nur Gameplay zu kommentieren. Das kann man schon mal machen, aber ich finde diese Live-Kommentierung einfach sehr, sehr viel interessanter. Auch für die Zuschauer. Oder ich als Zuschauer finde sowas einfach interessanter. Ich weiß nicht, wie ist es mit euch? Findet ihr Live-Kommentierung besser als nachsynchronisiert oder nachgesprochen? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Würde mich ziemlich interessieren, wie ihr so darüber denkt. Dementsprechend könnte ich ja eventuell auch mal Alternativen hier in den Channel einbauen. Und ja, jetzt hören wir hier mal den Pagan Min und Kyrat Radiosender dazu. Das ist ja ein Käses und dergleichen. Da vorne haben wir wieder unsere Homies. Wir wollen aber zu Yogi und Reggie. Ah, ey. Oh, shit. So. Ihr Penner. Es ging ein bisschen in die Hose, da habe ich so ein bisschen verkackt jetzt, was die Steuerung angeht. Ja, wir haben keinen Platz mehr. Wir haben natürlich immer noch das gleiche Problem. Zu meiner Schande muss ich nämlich gestehen, ich habe mich nicht darum bemüht, zu recherchieren, wie man sich denn irgendwie einen größeren Geldbeutel anschaffen kann, damit man mehr Stuff tragen kann. Wir laufen jetzt hier mal, weil die müssten jetzt eh gleich da vorne kommen. Ja. Genau. So, deshalb laufen wir jetzt hier mal ein bisschen.
Zack, 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 zack. Ich bin ja gespannt, was die beiden jetzt wieder hier am Start haben. Sind ja eigentlich witzige Typen. Hallihallo. So. Nö, eigentlich will ich mit dem Truck nichts machen. Ich sorge nur dafür, dass die Vorräte nicht zu den Bösen kommen. So. Zack, 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 zack. Yogi und Reggie. Das ist unser Ziel. Exzellente Arbeit. Ja, bitteschön. Immer wieder gerne. Die Waffe ist stark. Wir müssen mal jetzt laufen, offensichtlich. Sind das Feinde? Ne, das sind unsere Homies. Die könnten sich den schnappen. Nein, tut sie nicht. Das ist ja auch egal, dass da so ein feindlicher Lieferwagen steht. So, jetzt haben wir hier ein paar Ruckler gehabt. Schauen wir mal. Ich hoffe ja, dass die Aufnahme nicht asynchron wird. Das checke ich dann auch gleich. Arschloch. Arschloch. Oh, der Tiger ist frei. Ey, greif mich doch nicht an. Ich finde das so hart scheiße. Also jetzt ernsthaft, ich finde das echt scheiße hier, den Tiger. Aber wir holen uns ein Stückchen Fleisch einfach vom Gameplay her. Das ist ein Feature. Das nehmen wir mit. Ah ja, pack's ein. Ah, wir haben keinen Platz mehr fürs Fleisch. Wir haben so viel Geld einfach dabei. Ja. Kranke Scheiße. Das finde ich echt mies. Mit den Tieren hier. Also, dass wir die halt wirklich hier killen. Und das habe ich ja schon mal gesagt, dass das gar nicht mein Ding ist. Also, das finde ich echt uncool. Ich bin jetzt kein Öko oder so. Aber es gibt einfach so ein paar Dinge, die finde ich echt uncool. Und das gehört definitiv dazu. Ja. Das gehört zum Spiel dazu. Hätten wir es jetzt nicht gemacht, dann wären wir zerfleischt, würden wir irgendwo rumliegen. Oh, krass. Wer Höhenangst hat, hat Probleme. Wäre wieder so eine Oculus Rift Geschichte, hier einfach mal runterzuschauen. Aber gut, schauen wir mal, wann wir das hier auch noch verbauen können. Und jetzt haben wir schon keine Waffe mehr. Das heißt, wir sind ja wieder irgendwie im gesicherten Raum. Wir sind wieder hier in unserem Elternhaus. Die sind da natürlich nicht ausgezogen, die Penner. Ah, Mann. Ich find's uncool, dass da die Drogenjunkies da drin hausen. Aber gut, den Brunnen können wir auch nicht bedienen. Ich frage mich eh, der wird wahrscheinlich, wenn der hier ins Gestein reingeschlagen wird, das ist eh schwierig, glaube ich. Aber angenommen, sie schaffen das mit irgendwelchem Werkzeug, dann ist hier wahrscheinlich so eine Quelle unter uns. Also muss eigentlich fast, weil hier ja der Wasserfall ist. Ja. Genau, jetzt schauen wir mal da rein, holen uns die nächste Dröhnung ab, mal schauen, was die Herrschaften so erzählen. Ich lebe noch, Schweine! Warte, mein Freund! Ich weiß von dem Donald Lübel, was er getan hat, aber wir hatten keine Wahl! Ja, keine Wahl! Und ich bin Yogi, du Sack! Ich würde euch trotzdem gern töten! Hör mal, ich verstehe, wenn du Reggie ein neues Loch machen willst. Wir sitzen in diesem Scheißland fest wie du, okay? Die haben unsere Pässe und zwingen uns, Leute zu verarschen! Wie dich! Und nach Indien können wir auch nicht zurück, nach dieser Sache mit der Kuh. Kühe? Ja, Kühe. Oh, so viel Kühe. Wir haben schon 10 Millionen Hits auf YouTube, klar? Echt jetzt? Ja, es war... Guck, wir dachten nur, wollte bloß reden. Wir hätten nie gedacht, dass sie dich nackt in die Arena werfen würde. Doch, natürlich, du hast doch gegen ihn gewettet. Ich hab nur technisch gesehen gegen ihn gewettet. Ich wollte meine Wetten etwas streuen, alter Däne. Ihr meint Schwede. Ich dagegen hab dir vertraut. Hab auf dich gesetzt, Freund. Siehst du an? Und das teile ich natürlich gern mit dir. 60-40. 40-60? 30-70. Na gut, nimm einfach alles. Hast es dir verdient, nachdem du mit wehender Fahne kämpfen musstest. Oh, sehr beeindruckend. Seine Fahne? Sein Kampfstil, du Depp. Das war voll Gladiator. Ich würde sagen voll 300. Ihr zwei haut jetzt ab. Raus aus meinem Haus. Ich ziehe hier wieder ein. Und legt ihr euch noch einmal mit mir an. Dann erschießen wir Donald? Ich bin Yogi. Tütchen? Raus. Klar. Gib uns eine Sekunde zum Packen. Ja, wir sind Nestbauer. Ist etwas unordentlich. Aber zuerst? Nee, oder? Was war hier drin? Keiner von diesen Tankers? Ja, Schlauberger. Was ist damit passiert?
Nun, das ist eine tolle Geschichte. Ja, Drogen, Intrigen, Gefahr, alles drin. Gib mir einfach die Kurzfassung. Fein, Kurzfassung. Angekommen in Kyrat. Frisch vom Boot sozusagen. Und neugierig auf die örtliche Selbstanbauerszene. Sehr neugierig. Wir wurden nicht enttäuscht. Nee, nicht im geringsten. Es war ein netter alter Guru, der uns die Glubschaugen öffnete. Genau. An dem Tag hatten wir ein Kräuternirvana erreicht, wie noch niemals zuvor. Und als wir gehen wollten, fragten wir den Guru, wo er den Stoff herkriegt. Und dann erfuhren wir von Shangri-La. Shangri-La. Sozusagen der Geist des alten Kyrat. Des alten Kyrat. Eigentlich ist es eher ein Geist, den es nie gab, so wie Schrödingers Katze. Schrödingers Kyrat? Leute, die Kurzfassung, ja? Gut, ja? Zurück zum Thema. Der Guru sagte, dass er in diesem besagten Land war und dort ein paar Blüten probiert hätte. Und ermöglicht hat ihm das ein mystischer alter Tanker, der immer an dieser Wand dort hing. Und wo ist er jetzt? Von unbekannten Personen zerrissen und in ganz Kyrat verstreut. Doch, das war noch nicht das Ende. Der Alte verkaufte uns eine Karte. Ja. Sie führte zu einer Höhle nicht weit von hier. Richtig, mit einer furchterregenden Tür. Ja, sehr sogar. Und obwohl wir der Sache gern nachgegangen wären, war die Tür ganz deutlich von der Zutritt verboten Bauart. Und was wurde aus der Karte? Ich glaube, wir haben uns damit eine Tüte gedreht, aber keine Angst. Du findest die Höhle auch so. Geh einfach nach Westen. Ja, genau. Wenn du eine Tür mit einer hässlichen Fratze siehst, weißt du, dass du richtig bist. Oh, und bring uns ein paar Blüten mit, ja? Ey, rausgeworfen aus dem eigenen Haus, das gibt's doch gar nicht. Ey, kommen wir... Nein, wir kommen natürlich nicht mehr rein, ja. Tanker müssen wir finden, also diese Tür. Ah, und nach Westen. Na gut, jetzt checken wir mal hier die Lage, wo denn das Kärtchen so sein soll. Oh, diese Tür. Das ist die Festung. Nach Westen wäre hier. Wäre das hier? Aktuelles Ziel? Okay. Jetzt checken wir mal die Nummer hier nochmal aus. Das letzte Mal sind wir ja voll gegen so einen Berghang geflogen. Gefahren. Okay. So, das ist jetzt, glaube ich, schon so gedacht, als ob es relativ einfach ist. Ein Wingsuit brauchen wir nicht, brauchen wir schon. Ja, geil, aber... Okay. Nicht, dass wir gegen... Oh. Fuck, gut, wir sind gegen eine Mauer geflogen, aber sehr langsam. Juhu. Jetzt ist die Frage, ob wir da einen Stockwerk weiter nach oben hätten kommen müssen. Nee, da unten müssen wir hin. Ah, jetzt schauen wir mal da oben. Da könnten wir uns das Türmchen auch mal holen, da wir gerade schon hier in der Gegend sind. Ah, ich hasse diese Radiosender. Die gehen mir so auf den Keks. Also wirklich... Es ist natürlich heftig für Menschen, die in so totalitären Systemen aufgewachsen sind. Aber ich würde... Tschüss. Arschloch. Arschloch. So. Ja, ist geil, oder? Ja, super. Wir sterben alle für unser Land. Ja. Alle sterben für ihr Land. Alle machen mit. Sterben wir doch für unser Land. Ja, klar. Okay, wir müssen hier rein. Machen wir Platz hier. Da kommen wir so nicht rein. Da kommen wir so nicht rein. Was war denn das schon wieder für eine Nummer hier? Also... Ah! Nein! Nein, nein, nein! Ich dulde das nicht. Ach... Erfahrung ist nicht erforderlich und alle Bewerbungen werden berücksichtigt. Möge Pagan endlich alle erleuchten. Ja, Pagan Min, der alte Checker. Wir müssen hier klettern, aber wohin können wir da hochklettern?
Oh. Raus. Aufs Dächle. Aufs Dächle und wieder hier hoch. Oder vielleicht doch da irgendwie mal rum. Ne, ich glaube, das war schon richtig da drin. Einige von euch werden sich jetzt wahrscheinlich denken, oh Mann, was ist das für ein Vollidiot? So, jetzt. Und ihr habt recht. Nein! Jetzt da weiter hoch. Von der anderen Seite vielleicht. Also von hier. Nein. Ah Mann, das ist schon echt tricky. Vor allem für so eine Hohlbirne wie mich. Klettern. Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Haben Sie Freunde oder Verwandte, die eine Arbeitsvermittlung bedürfen? Dann empfehlen Sie ihnen das Arbeitslager Strahlende Gesinnung. Ja, das Arbeitslager Strahlende Gesinnung, natürlich. Ganz im Sinne von... Ich muss aufpassen, was ich hier sage, weil ich will nicht, dass hier die, die Videos irgendwie von YouTube gesperrt werden. Das ist echt, ja. So, no. Haken zu lösen. Sorry, da hat es uns jetzt übelst runtergehauen. Ja, mich hat es übelst runtergehauen. Peinlich. Peinlich. Ich hab's mir aber noch gedacht. Naja, jetzt beeilen wir uns und ziehen die Nummer hier noch durch, dass wir da oben mal diesen Turm einnehmen. Ja, wie gesagt, ich hab's mir gedacht, dass es passieren könnte. Aber irgendwie habe ich nicht damit gerechnet, dass es doch passieren wird. So. Gleiche Nummer wie zuvor. Wir müssen hier am Rand irgendwo hochklettern. Alles hier war es genau. So. Ja, so. Das war ein klassischer, typischer Fail von mir. Schurs Baum des Lebens. Da waren wir noch nicht bei den betenden Homies. Jalungs Verstand, die hat's erwischt offensichtlich. Ey, nichts folgt mehr. Ende im Gelände. So. Was haben wir hier noch? Hier gibt's noch Stuff.
Stuff, Stuff, Stuff. Da gibt es sicherlich noch ein bisschen mehr Stuff. Da müssen wir wahrscheinlich... Ja, hier kommen wir wieder. Oder? Das haben wir sicherlich nicht umsonst. Nein. Offensichtlich schon. Ach komm. Ja, ich habe diesen Wing Suite wieder aktiviert. Das, ja. Ich sterbe inzwischen häufiger, aber das sind jetzt immer noch unsere. Ich sterbe häufiger bei solchen Aktionen, als jetzt wirklich bei, bei Gegner-Aktionen. Naja. Gut, mit diesem tollen Fail verabschiede ich mich von euch für diese Folge. Ich hoffe, ihr habt es irgendwie ertragen, diese zwei Hardcore-Fails hier zu sehen. Ich werde mir in der nächsten Folge wieder mehr Mühe geben. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit einschaltet. Lasst uns doch ein Abo da. Wäre ziemlich cool. Und vor allem, schaut auch mal in den Channel allgemein rein und macht bei unseren Gewinnspielen mit. Das lohnt sich auf jeden Fall. Es sind ziemlich viele coole Packages und Bundles jetzt in den letzten Wochen schon rausgegangen. Oder in der letzten Woche, sagen wir es so. Und jetzt aktuell verlosen wir ja auch hier ein cooles Package mit 6 Blockbustern. Schaut einfach mal vorbei. Tschüss. Und ja, macht mit. Würde mich freuen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.